Schnürdelregen in der Stadt Salzburg, besser kann das Wetter für einen Film über die Wasserversorgung Salzburgs nicht wirklich sein. Jetzt wird es bei uns so richtig spannend. Wir treffen nämlich jetzt gleich Mr. Aquaman der Salzburger, Ludwig Steiger. Er wird uns etwas über die Wasserversorgung Salzburgs sagen. Wie sauber ist das Wasser wirklich? Und waren Sie schon einmal im Kapuzinerberg, nämlich mittendrin? Wenn nicht, dann bleiben Sie ganz einfach dran. Markus macht sich heute auf die Spuren des Salzburger Trinkwassers. Wo kommt das Wasser in Salzburg her? Wie wird es gelagert und wie sauber ist es wirklich? Zu diesen Fragen und vielen mehr will er heute antworten. Wenn euch das Salzburger Trinkwasser schmeckt, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben auf das Video und abonniert unseren YouTube-Kanal. Die erste Station für Markus ist in Hagenau. Hier trifft er Ludwig Steiger, sozusagen den Chef des Salzburger Trinkwassers. Du, sag mal, Ludwig, das muss ja heute ein wirklich toller Tag für dich sein, ja? Es regnet. Es ist ein wunderbares Wetter für einen Wasserversorger. Die natürlichen Wasserspeicher reichern sich an und das von Natur aus. Wie viel Wasser hast du unter deinen Fittichen? Ich habe dich ja schon als Aquaman angekündigt. Wir versorgen ungefähr 170.000 Einwohner im Stadtgebiet und in Teilen von Umlandgemeinden mit ungefähr 12,5 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Das Salzburger Wasser ist ja etwas ganz Besonderes. Das schauen wir uns dann ganz zum Schluss an. Da wollen wir jetzt noch nicht so viel verraten. Aber woher kommt's? Ein Großteil des Wassers, also ungefähr 90%, kommt aus Grundwasser. Da haben wir sehr große Grundwasserwerke im Bereich St. Leonhard und in Glaneck in Grödig. Ungefähr 10% des Wassers ist Quellwasser, das im Bereich des Geisberges bzw. im Gemeindegebiet von Elsbeten entspringt. Das schauen wir uns jetzt an, oder? Genau so ist es. Dann auf geht's! Damit machen sich Markus und Ludwig auf nach Grödig. Der Regen ist mittlerweile deutlich kräftiger geworden. Wo mir du gesagt hast, wir machen einen Wasserdreh, habe ich nicht gewusst, dass das Wasser nur von oben kommt. Ehrlich gesagt, ich steige da jetzt nicht aus. Wir steigen aus, wir sind im Dienst, alles Markus. Klar. Wir steigen aus, du bist der Chef. Ihr kennt doch sicher das Raindrops keep falling on my head. Das passt heute. Damit schnell rein ins Trockene, zum Brunnen. Hier gibt's viele Rohre und Markus fühlt sich plötzlich wie im Urlaub. Ludwig, ich glaube, ich habe die Karibik gefunden. So blau wie das Wasser da unten ist, muss sie wirklich lupenrein sauber sein. Wie sauber, verraten wir allerdings etwas später. Aber wo sind wir jetzt ganz genau? Wir sind gerade im Grundwasserwerk St. Leonhard, ist einer der größten Brunnen der Salzburge und ein wesentliches Standbein zur Versorgung der Wasserkunden in der Stadt Salzburg. Der Brunnen ist ungefähr 50 Meter tief und in einer Tiefe von 40 bis 43 Meter sind grundwasserführende Schichten. Von dort fließt das Wasser in den Brunnen und wird dann über Pumpen hochgepumpt bis zum Hochbehälter Kapuzinerberg. Und wo das jetzt richtig dann rausgeht Richtung Kapuzinerberg, das schauen wir uns jetzt auch noch an. Ne? Man wird wahrscheinlich nicht viel sehen, nur Rohr. Richtig. Aber eines der spektakulärsten, tollsten Rohre der Salzburger. Genau. Gehen wir. Ja. Ja, Markus. So groß oder vielleicht sogar noch etwas größer. Bei den Rohren im Grundwasserwerk gibt es sehr viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber bitte nicht einfach so. Das sind ja relativ viele Rohre da drin. Wie viel Wasser rinnt da jetzt eigentlich Richtung Salzburg? Ja, also wir haben drei Pumpenrohre verbaut. Derzeit fließt das Wasser durch zwei Pumpen. Wir haben da derzeit eine Fördermenge von 450 Kubikmeter, sprich ungefähr eine Badewanne pro Sekunde. Das heißt, wenn das Wasser von da weg rinnt, brauche ich nur eine Sekunde auftragen und das Badewanne ist voll. Die Badewanne ist mit voll. Mit dem Druck, ja, genau, dahinter. Wir sind also auch fürs Vergnügen und für die Sauberkeit zuständig, der Salzburgerinnen. Genau. Aber vermutlich ist nicht nur die Badewanne voll, sondern das ganze Haus. Ja. Bevor Markus und Ludwig noch das ein oder andere Bad unter Wasser setzen, gilt es noch eine grundlegende Frage zu klären. Was mich jetzt noch interessieren würde, woher kommt das Wasser jetzt wirklich? Kommt es von Untersberg oder woher? Also Grödig ist eigentlich auf einem Grundwassersee, der in Bewegung ist, drauf. Das Wasser fließt als Begleitstrom der Königssee Ache bzw. auch von Teilen des Untersberges hierher, wird dann in einer Tiefe von 40, 45 Meter über Filterrohre in den Brunnen geleitet und von hier aus dann weggepumpt in Richtung Hochbehälter Kapuzinerberg. Da
da geht's Richtung Kapuzinerberg. Richtig, ja. Wie schaut es eigentlich mit der Versorgungssicherheit des Salzburger Wassers aus? Wir bei der Salzburg haben mehrere Standbeine, also es wird unterschiedliche Brunnen, es gibt unterschiedliche Quellen und somit ist auch beim Ausfall einer Anlage die Versorgungssicherheit weitergegeben. Wie schaut es im Fall eines Blackouts aus? Diese Anlage in St. Leonhard kann beispielsweise mit einem Notstromaggregat betrieben werden, somit ist auch weiterhin die Versorgungssicherheit gewährleistet. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Wasser mit. Und das werden wir dann gleich einmal testen lassen, und zwar im Wasserlabor der Salzburger AG. Aber zuvor geht es noch zum Kapuzinerberg, nämlich in diese Richtung. Tja, meine Taschenlampen brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr da herinnen. Im Kapuzinerberg wird das Wasser in zwei Hochbehältern zwischengespeichert. Und da kommt das Wasser jetzt von St. Leonhard an, oder? Richtig, genau. Das ist die Leitung, die wir in St. Leonhard im Grundwasserwerk in die Wand verschwinden gesehen haben. Da kommt jetzt die Leitung wieder an und das Wasser wird jetzt von hier in die Hochbehälter Wasserkammern in ungefähr 60 Meter Höhe draufgepumpt. Welchen Weg nimmt das Wasser von St. Leonhard bis daher in etwa? Ja, es geht über Schloss Hellbrunn, über die Salzach-Radweg, über die eigene Straße bis hierher. Okay. Wie viele Bar sind da drinnen? Wir haben ungefähr 6 Bar hier auf dieser Leitung. Man hört nämlich gar nichts irgendwie. Ja? Genau. Nichts pluppern, nichts rauschen. Richtig, ist keine Luft drin, wenig Verwirbelung und somit auch wenig Geräusch. Fast ein bisschen unromantisch. Jetzt kommt die Entscheidung, oder? Genau, richtig. 300 Stufen oder Lift? Lift. Okay. Ich hole nochmal. Wie weit geht es jetzt da rauf? Ungefähr 60 Meter jetzt den Berg hoch. In 60 Meter Höhe findet Markus endlich das Wasser. Hier in diesen Hochbehältern lagert das Trinkwasser der Salzburgerinnen und Salzburger. Das heißt jetzt, wenn jetzt da von mir ein Haar ins Wasser fällt, hat die Frau Meier in der Vogelweiderstraße ein Haar in der Suppe? Hat sie nicht, wir haben ja Glaswand zum Schutz hier. Sicherheit also erstes Gebot. Das ist richtig, ja. Das ist ein guter Sache. Gut, das ist also der Hochbehälter. Da musst du mal runterfilmen. Jetzt weiß ich, warum Bungee-Jumpen nicht mehr Sportart ist. Soweit der Wasserhochbehälter der Salzburger AG mitten im Kapuzinerberg. Und jetzt bin ich gespannt, wie sauber das Salzburger Trinkwasser wirklich ist. Und jetzt fahren wir ins Labor. Zurück in Hagenau trifft Markus Josef Lintschinger, den Chef des Salzburger Wasserlabors. Du hättest ein super tolles Wasser mitgenommen. Aha, von das wo? Bergwasser. Und das Bergwasser. Mit der Frage, kannst du das testen, wie sauber das wirklich ist? Ja, das schauen wir jetzt einmal an. Ja? Das lassen wir uns durch den Analysenablauf durchlaufen. Martin, darf ich dir das geben? Das ist ein Grundwasser von uns draußen. Das machen wir jetzt einmal bakteriologisch, also mikrobiologisch und chemisch. Das volle Programm durch und dann schauen wir mal, was rauskommt, wie sauber das Wasser ist. Sepp, während jetzt unser Wasser getestet wird, was macht sie im Wasserlabor eigentlich wirklich? Na wirklich, so wie der Name schon sagt, wir sind ein Wasserlabor, das heißt, wir machen Wasseruntersuchungen. Also wir machen alle Untersuchungen, hauptsächlich natürlich Trinkwasser, aber auch Untersuchungen von Heizungswässern, von Duschwässern zum Beispiel auf Legionellen. Also alles, was mit Wasseruntersuchungen zu tun hat, machen wir da bei uns im Wasserlabor der Salzburg AG. Was passiert jetzt mit unserer Wasserprobe, die wir vom Untersberg mitgenommen haben? Das kommt darauf an, welcher Untersuchungsumfang gefordert ist. Also in der Regel machen wir da mikrobiologische und physikalisch-chemische Untersuchungen. Das heißt, das fängt an, dass wir einfach nur die Farbe oder die Trübung des Wassers messen, bis hin zu den chemischen Parametern wie die Gesamthärte, Nitrat, Nitrit oder auch die, zum Beispiel, ob Straßensalz drinnen ist, bis hin zu anthropogenen Kontaminanten. Das heißt, haben wir zum Beispiel irgendwelche Pestizide drinnen, haben wir Lösungsmittelrückstände drinnen. Und dann vor allem ein großer Teil ist,
die mikrobiologische Untersuchung, wo wir dann untersuchen, ob das Wasser auch hinsichtlich der mikrobiologischen Beschaffenheit einwandfrei und sicher für den Genuss ist. Dann bin ich aber jetzt so richtig gespannt, wie sauber unsere Wasserprobe jetzt wirklich gewesen ist. Schauen wir uns an, oder? Jetzt schauen wir mal nach, wie wir zuerst besprochen haben, diese mikrobiologische Untersuchung, die ein Qualitätszeichen ist. Und das ist jetzt das Ergebnis von unserer Probe im Hinblick auf diese Darmbakterien. Das heißt also, das Wasser wird da durchfiltriert, 100 Milliliter. Ein Bakterium würde dann auf diesem Filter hängen bleiben, ja, und wird dann für 24 Stunden auf einem speziellen Nährmedium angezüchtet. Und wenn jetzt da Darmbakterien drinnen gewesen wären, ja, dann hätten wir da blaue Kolonien. Nachdem da nichts drauf ist, ist das Wasser einwandfrei. Und das ist kein Zufall, denn das Wasser vom Fuße des Untersbergs ist seit vielen, vielen, vielen Jahren eine sichere Angelegenheit. Das war hinter den Kulissen der Salzburger. Wenn euch der Weg des Grundwassers von St. Leonhard bis zum Kapuzinerberg gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like hier unten. Ihr könnt aber auch unseren Kanal abonnieren und weitere tolle Geschichten rund um die Salzburger gibt's hier oben. Und los geht's. Jim, Jim, Jim. Fahren wir schon.